Moin Moin, wir melden uns zurück im Xbox One Twitch Stream mit Wolfenstein, The Old Blood. Sonic, du kannst mal Rune nochmal Bescheid sagen, sie sollte sich endlich mal melden, damit ich ihr diesen lustigen Gesellen hier schicken kann. Die will mir ja nicht ihre Adresse geben. Denn wenn sie das nicht macht, dann behalte ich den und setze ihn hier neben mich und dann lasse ich mir irgendwas einfallen. Dass ich dem vielleicht einen lustigen Hut aufsetze oder was auch immer, damit er nicht ganz so nach League of Legends aussieht. Und dann habe ich hier ein Stream-Maskottchen. Ich lasse ihn jetzt mal da sitzen. Wenn sie nicht will, dann wäre das natürlich schade, aber dann lasse ich mir was einfallen und dann nehme ich den Kerl halt hier. Halt! Machen wir uns aus dem Staub. Okay, verdammt. Kessler im Dorf. Scheiße. Toll. Ich kann ja in Ruhe auf mich ballern hier. Wie ist denn hier noch einer? Da unten. Hallo? Ihr Schweine. Zur Hölle. Uiuiuiui, Freunde, Freunde. Ah, ihr Pisser. Nein! Ah, verdammt. Ich hab's ja auch schon versucht, aber irgendwie will sie nicht. Und wenn sie nicht will, dann... Dann will ich halt auch nicht. Dann behalte ich den halt hier. Poro Snacks habe ich auch da. Ich habe auch Flügel und also ein Schnulli, den man dem hier ranmachen kann. Also ein Kram. Was ist denn jetzt los? Ich dachte schon, die wären jetzt alle tot. Aber wenn sie nicht will, ne, dann will sie halt nicht. Oder wie? Was mache ich denn damit jetzt? Ach da, okay. Bäh, der lebt noch. Pisst euch doch, ey. Oh, Kakerlakendreck. Ja. Diese Schweine hier. Ist da irgendwo Heilung rumliegen? Natürlich auch mal eine andere Waffe. Ach, die Shotgun habe ich jetzt auch nicht mehr. Scheiße. Schwül? Ja, es ist hier auch. Das war wirklich irgendwie so ein bisschen ekliges Wetter heute. Stimmt, ja. Nur eine Frage der Zeit, bis es dann wieder gewittert war. Da war irgendwo Heilung. Freut sich Luke jetzt schon nicht. Ach so, hier drüben geht es nicht weiter, weil kaputt. Also muss ich jetzt mit dem Boot hier rüber wohl fahren. Okay. Na gut. Moin, Anti. Moin, moin. Du kannst auch die Uncut, ja, das ist nicht Region Lock, glaube ich. Aber ich. Das ist mir ehrlich gesagt vollkommen Wurst. Ich finde es. Jetzt Hakenkreuze sind oder nicht, das Spiel ist nach wie vor geil und das meiner Meinung nach stört das überhaupt nicht. Ich finde es sogar fast ein bisschen passender, muss ich sagen, dass das hier dieses Wolfenstein-Gedöns ist, weil es halt doch Fiktion ist, das Ganze hier. Und da passt es ganz gut. Ich meine, es geht eh um Castle Wolfenstein und so weiter und deshalb ist mir das scheißegal, ob da jetzt Hakenkreuze oder nicht sind.
Noma, danke für dein Follow. Oh shit. Oh, wie schön hier alles auseinanderfliegt. Ja genau, lauft mal ruhig dahin, wo ich euch so treffen kann. Oh yeah! Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich nehme aber doch lieber das Ding so. Kann man nutzen, wa? Fuck off. Ui, der hält aber was aus. Nein! Das wollte ich doch gar nicht, ihr Penner! Ah, ich wollte eine Granate werfen! Ich wollte doch nicht das Rad aufrufen! Mann, so ein Quatsch, ey! Oh. Scheiße, ey! Freundchen. What the fuck? Was ist denn für ein super Nazi? Zehn Meter. Oh, nee! Yes. Close and personal. Neue Waffe, was? Bombenschuss. Okay. Hä? Nee, Leute, hört doch mal auf jetzt hier. Oh, ganz schön viele hier. Na. Wo kommst denn du her? Ah! Es wären aber auch nicht weniger hier. Mein lieber Mann. Ach, komm! Boah, wo kommen die denn alle her? Meine Fresse. Moin, the one, moin, moin. Ist ja übel. Soll ich mal ein bisschen sneaky versuchen? Geht eh nach 2 Sekunden schief, das wissen wir alle. Aber man kann ja mal versuchen. Der hat mich nicht gesehen da drüben. Na gut. Oh shit, Quatsch, ey. So, einer hin. Was? Ach, ihr Penner. Wo ist euer fucking Kommandant hier?
Na! Ach, wo kommst denn du schon wieder her? Ihr seid doch Arschlöcher. Dreckigen Nazi-Schweine hier. Die cheaten doch. Ja, das ist doch Heilung hier, oder nicht? Vielleicht auch nicht. Mann, oh Mann. Ich kann den Alarm sabotieren. Ja, wenn ich wüsste, wo der Alarm hier ist. Welcher Knopf das überhaupt ist. Na, so geht's schon mal nicht. Ich meine, der ist ja gleich hier irgendwo, der Spacken. Ah, jetzt. Ich muss ihn nur töten und schon ist es aus. Okay. Das ist ja einfach. Was haben wir da? Ach, das ist das Bombenschussding. Ach, hier geht's auch lang. Okay. Na gut, das ging doch ganz gut noch. Auch nicht mehr aus wie neu. Dreckschwein. Ach so, das war eine Frage. Ah, okay. Das, ja, ich nehme mal an, ich denke, dass ich den auch irgendwie ausschalten kann. Ja, aber ich weiß halt nicht wie. Ah, das hat ja ganz gut geklappt jetzt. Was? Die kriege ich nicht kaputt, die Holzfässer. Ach komm. Verarsch mich doch nicht. Was? Wartungstür, okay. Was? Schlüssel fehlt. Ach nö, hä? Schreibtisch hier oder wo? Na gut. Was das mit dem Poro hier zu tun hat? Ja, der wartet auf eine Rune nach wie vor, aber sie meldet sich nicht. Und deshalb, deshalb beschlagnahme ich den dann voraussichtlich, wenn sie nicht will. Dann beschlagnahme ich den und male ihn bunt an oder so oder setze ihm irgendeinen lustigen Hut auf. Hutze, danke für dein Follow. Und dann sitzt der in Zukunft hier neben mir. Warnung, mechanischer Kampf und super. Deutschstunde. Die Sprache richtig zu können. Warum hackst du ständig auf jedermanns Grammatik rum? Weil ich an die Erhaltung unserer wunderschönen Sprache glaube. Grammatik-Nazi hier. Sehr schön, das ist super, die Referenz, ey. Sehr geil. Da kam das also her. Die Grammar-Nazis. Finde ich ja gut. So. Oh yeah. Dieser Geruch wie in dem Sumpf daheim bei Johnsons Hof. Sehr schön, die Grammar-Nazis hier. Finde ich ja gut. Das Perserteppich. Moin AF, moin moin. Mehr als genug Munition hier, also Munition, Heilung meine ich. Ist meistens wirklich genug.
Och, scheiße. Na, klasse. Das läuft ja schon wieder super hier. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Alter. Na? Hä? Kletter doch hoch hier. Willst du mich veräppeln? Hä? Warum? Soll ich da nicht hoch oder kann ich da nicht hoch? Quatsch. Unten irgendwo? Ach, hier muss ich lang. Ach komm, hä? Das ist ja Bullshit. Niedlich. Autsch. Ach, bin ich jetzt hier in der Ausgrabungsstätte oder was? So, nice. Karte der Katakomben. Mann, das erinnert schon so ein bisschen an Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, ne? Cool. Finde ich ja geil. Wirklich? Ah. Okay, die Bretter gehen kaputt. Hast einen geheimen Bereich entdeckt. Ja, super. Und hier gibt's nur Gold. Na toll. Wieder hier. Genau, Neo. Neo, du musst mir mal noch deine Adresse geben. Du hast doch Evolve gewonnen, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Aber du musst mir natürlich deine Adresse geben, beziehungsweise alternativ eben die Adresse von einer Paketbox. Paketbox? Paketstation? Packstation oder wie die Dinger heißen, dass ich dir das Ding schicken kann. Jo, mach's gut, Anti. Dir weiterhin viel Glück und Erfolg in Nepal. Mach's gut, danke dir fürs Zugucken. Ach, scheiße. Na gut, war vielleicht nur einer. Kann ich mich hier... Och, ja. Fall! Fall runter! Ach! Wie viele sind denn hier? Wie geht's denn hier hoch? Moin Steve, moin moin! Muss ich an der Kette hier festhalten? Nee, hä? Ja, war. Ist auch nicht so. Ah, na, Kacke. Woher? Wo du recht hast, hast du recht. Gehen wo. Nö, ja, reicht mir wirklich kurz nur die Anschrift und gut ist. Roman brauchst du noch nicht, wirklich nicht dazu schreiben. Wo geht's denn jetzt lange hier? Hier komme ich nicht hoch. Ach hier. Down, danke für dein Follow. Alter, wie es blubbert, ey. Übel. Wer von den Spacken Nazi-Arschlöchern hat sich hier die Mühe gemacht
Und dann wirklich den Totenköpfen hier Helme aufgesetzt. Alter. What? Okay. Interessant. Messer werfen. Aha, schön. Die sind so komisch gelb, die Knochen hier alle, ne? Sehen Knochen vielleicht so aus, wenn sie lange im Boden liegen? Ich weiß es nicht. Mich wundert es ein bisschen irgendwie. So, jetzt bin ich hier oben, okay. Lauf vorwärts, wirklich. Das ist hier, das musst du mir jetzt einen Tipp für geben, oder was? Okay. Alles klar. Moin Juneboy, Wolfenstein, die Old Blood ist das. Ist das nichts? Zur Zentrale, okay. Zu viele Granaten. Obere Katakomben. Warum gibt ihr mir denn immer die Scheiß... Kackwaffe hier. Wie nett er ihn noch immer umdreht mit dem Rohr, ne? Cooler wäre es ja eigentlich, wenn er eine Klaue oder sowas hätte, so eine Piratenklaue. Und ihn damit umdrehen würde, als das Rohr hier. Ich weiß nicht, wie ich da drauf komme, aber irgendwie... Das erinnert so ein bisschen dran. Lebensgefahr, na, das ist doch super. Ja, das mit dem Rohr hier, ne, dass man da so ein bisschen mit klettern kann und die Leute töten und so, das ist ganz nett irgendwie, aber boah, nicht so die Mega-Neuerung, wa? In der Scheiß. Da oben, okay. Ach so, nee. Jetzt erinnere ich mich wieder, wieso ich die Typen den Alarm nicht so ausschalten kann. Weil die hier irgendwelche Funk-Headsets aufsetzen haben und deshalb geht der Alarm auch automatisch aus, wenn ich die Offiziere hier töte. Ich glaube, ich kann den nicht ausstellen dann, wenn der einmal an ist. Eben weil die diese Dinger aufhaben. Sehe ich das hier auf der Map, wo die sind? Nee. So, da hängt er noch. Das wäre es ja mal, wenn ich das schaffe, ohne entdeckt zu werden, ha?
Okay, und jetzt können sie mich ja entdecken. Probier mal die hier aus. Ups, super. Aua! Das sieht schmerzhaft aus, wa? Also ist das hier oder was? Was? Öffnen auf der anderen Seite, okay. Komm ich denn da hin? Mein Obi, irgendwer kenne ich den. Jetzt nicht sicher woher, aber. Na gut, gehen wir halt weiter. Da unten ist bestimmt nur irgendwie Gold oder so ein Shit wieder. Ja. Solange jetzt hier seine Waffen nicht wieder zurücklässt. Ach, jetzt bin ich hier oben, okay. Was war das? Ach, da oben! Alter. Ich hab da auch so ein scheiß Ding hier, oder? Geht doch. Penner, was konnte ich hier jetzt gerade noch? Ah, nice. Zielfernrohr. Sehr gut. Ist jetzt auch nicht so viel weiter, wie ich damit gucken kann. Ah. Naja. Nette Burg. Aber Texturen aus der Hölle hier. Alter Schwede. Ist ja grausam. Hm. Munition. Mhm. Den hatte ich ja vorhin schon gekillt. Aha. Ach so, mit Y wechsle ich jetzt zwischen den zwei letzten Waffen, okay. Hallo. Kommt mir das nur so vor oder stimmen die Dimensionen nicht so richtig? Ja, das Pferd ist sehr groß für ihn, hä? Oder? Ich weiß nicht, sieht irgendwie ein bisschen strange aus. What the fuck? Vorsicht, Granate! Er ist bei den Docks! Deine Mutter ist bei den Docks. Alter, wie er das Ding wirft, hä? In der geraden Linie zischt die Granate nach vorne. Was geht ab? Olympiareif ist es ja. Scheiße. So. Jetzt komme ich hier rein, okay. Künstlerische Freiheit. Oder künstlerisches Unvermögen. Könnte man es auch nennen vielleicht.
Bertie, danke für dein Follow. Hier schon drin? Ach ja, von hier bin ich ja gekommen. Ja. Weg ist versperrt. Die lassen sich bestimmt irgendwie. Ja, das hoffe ich mal auf einer anderen Seite, okay. Ja, nee. Auch nicht. Das habe ich ja auch schon aufgemacht hier. Muss ich jetzt vielleicht hier rüber schwimmen? Mal gucken. Ich hoffe, die haben keine Nazi-Haie oder sowas hier. Man weiß ja nie, wa? Nee, irgendwie nicht, aber da glitzert irgendwas. Na, aber ich scheine hier lang zu müssen oder zu können zumindest. Dann kann ich aber so nicht, wenn er da hängt. Das ist ja auch ein bisschen doof. Das ist verwirrend. Oh, scheiße, wie doof. Da dreht er sich wieder weg. Okay. Scheiße, was ist denn für ein Monster? Alter! Schwer gepanzert. Ja, ich merke das schon. Shit. Was geht ab hier? Mach ich die schöne Burg hier so kaputt? Ach komm, nö, hä? Das ist doch kacke. Hab ich mich am Anfang noch so gefreut. Schockwaffe, dass ich hier, dass mir Fässer und so Deckung und so ein Shit zerballern kann und jetzt kann ich hier so eine Glasscheibe nicht zerkloppen oder was? Ups, Schockwaffe, das sieht aber eher aus wie eine Shotgun. Naja. Ja, das ist wieder ein bisschen schade, ist so inkonsequent immer. Pegida. Ach, hör mal auf, ich war gestern mit Marcel im Kino und ja, mehr oder weniger vom Laden, wo er arbeitet, waren hier wieder die Pegida-Idioten am Spazieren gehen. Kannst du nur reinhauen, ey. Wirklich. Jeden Einzelnen. Und wenn ich da in dem Laden irgendwas zu sagen hätte, ich würd alle rausgehen, fotografieren und keinen einzigen mehr in den Laden lassen. Alle Hausverbot, die Spacken. Durch den unteren Teil der Festung. Aber es nützt ja nichts. Dummheit kann man leider nicht verbieten. Geht's nicht lang. Donald bringt künftig Big Macs vorbei in New York. Verdammte Kacke. Naja, aber McDonalds-Zeug muss ich mir auch nicht liefern lassen. So geil ist das nicht, ehrlich gesagt. Oh, das können sie behalten, oder?
Und ach die Scheiße, ja. Genau, und ich habe keine Granaten. Was geht ab? Gerade jetzt habe ich keine Granaten mehr. Ach, Scheiße. Okay, weißt du was? Double Shotgun Action. Ja, wenn ich irgendwas treffen würde. Kacke. Das verzieht aber auch wie Sau, ey. Hail to the King, baby! Oh, it's about a Duke, aber ne. Oh, ah! Verdammte Axt! Nein, McDonald's hat auch hier Simmendorfer Rind. Also bitte, ja, das ist ja wohl ganz eindeutig was ganz was Feines. Ich weiß nicht, wie groß Simmendorf ist, aber wie viel McDonald's gibt es in Deutschland? Sag mal 200? Dann muss Simmendorf ganz schön groß sein. Und da muss es ganz schön viele Rinder geben. Wenn ganz McDonald's in Deutschland damit versorgt wird, da ist nichts mit fröhliche Kuh auf der Weide. Nee, da steht die Kuh in der Fabrik und wird von klein an mit Steroiden und was weiß ich nicht alles vollgepumpt. Von wegen glückliche Kuh. Ich habe immer noch keine Munition. Axt. Wow. Jetzt komme ich hier noch nicht mal mehr rein, oder was? Ah. Ihr Spacken! Okay, dann nützt euch die Panzerung auch nichts. Sag mal, hast du gerade gesehen, dass deine Kollegen hier von mir in Einzelteile zerballert wurden? Da rennst du trotzdem noch hier rein, du Vollidiot. Blöden Idioten, ey. Oh, nee, hä? Der einzelne Packen hier macht mich jetzt bestimmt nicht fertig. Schweine. Nicht Wiesenhof, ja, die sind ja auch nicht besser, ne? Aber das ist ja eigentlich klar. Ich meine, man muss sich nichts vormachen, wenn man ein Steak oder so für 2 Euro im Supermarkt kaufen kann oder noch weniger. Da braucht sich ja niemand der Illusion hinzugeben, dass das allzu gesund ist und auf allzu natürliche Art und Weise aufgewachsen ist, das Vieh. Für die Preise. So, ich habe kaum noch Muni und kaum noch Heilung. Nee, Quatsch. Muni habe ich, Rüstung habe ich nicht mehr viel und Gesundheit, aber ich hoffe, der Abschnitt ist jetzt gleich vorbei hier. Beziehungsweise hier gibt es Heilung. Schön. Fallgitter. Was sind denn das für seltsame Helme, hä? Ist das hier noch ein Unterteil vom Helm? Ja, hä? Aber die sind ja irgendwie strange. Ach so! Ah, jetzt raff ich das, weil die deutschen Helme im Zweiten Weltkrieg so ähnlich oben aussahen, müssen die natürlich im Mittelalter auch so ausgesehen haben, weil die haben sich ja als Vorbild so ein bisschen... Das Deutsche Reich, römischer Nation und so weiter, bla bla bla, oder Römische Reich, deutscher Nation. Naja, okay, gut. Ja. Achtung, Fallgitter, ah ja. Hm. Gut Pornholz, what? Was?
Okay, nice. Burg Wolfenstein. Gut, wir machen nochmal eine kleine Pause und dann gucken wir, was uns in Burg Wolfenstein erwartet. Reingehauen.